Einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Heute ist anscheinend wieder Zeit zum Bauen, aber wir nutzen die Zeit wie immer zum Spielen. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, wir starten gleich in den Online-Modus. Und ja, wir können wieder ansehen. Wurde wieder gespielt. Schön für euch. Wir starten einfach wieder mit paar Level hier. So, hat denn der alle Spieler wieder was? Nee. Gut, dann machen wir einfach mit dem Nubidu weiter. Denn ja, wir haben ja noch einige Level. Wir fangen jetzt mal von vorne an. Mario's Castle. Hoppla. Hier wieder die ID. Das war wohl das erste Level, das sie hochgeladen haben. Deshalb stelle ich es mir noch nicht so richtig komplex vor, aber ich lasse mich gerne überraschen und freue mich drauf. Da 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 da. So. Dann da. In die Röhre. Wow, was hat Mario für ein Castle? Mamma mia! Oh! Come on! Wow. Wow, Kacke. Oh! I'm so sorry. Oh, was hat denn Mario für ein Schloss jetzt ernsthaft? Wow, wow. Yoshi. Wir können ihn aber nicht mitnehmen. Ah, doch. Come on, there, Yoshi! Wahoo! Achterbahn. Wow. Oh. Wahoo! Oh, so slow! Come on, no, no! Yoshi, Yoshi, no, no! Oh! More enemies! Ab in die Röhre. Okay, was geht denn hier ab? Wow, ups. Ist das jetzt ein Secret? Ah! Alter, nein, nein! Oh, Mamma mia! Let's try it again. Da 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 da. So, das macht doch Hot! Aua! Das macht doch nix. Ja, jetzt brennen schon drei Kerzen und bald ist Weihnachten. Ja. Da, 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 da. So, wir holen wieder unseren Yoshi Bro raus. Ach, schade. Lol. Das geht sogar. Ich bin jetzt einfach auf gut Glück gesprungen. Okay. Jetzt konnte ich wohl was überspringen. Oh, Kamek! Mamma mia! It's a Bowser! Wawa! Oh, no! Go away! Oh, it's my castle! Oh, hot! Go away! No, no! Mamma mia! Oh, Oh! Wow! Oh, yeah! Oh! Mamma mia! Wahoo! Wahoo! Yes, sir! Oh! Yeah! Wahoo! Mario number one! Ja, ich bin überrascht. Echt ein sehr cooles Level dafür, dass es das erste war. Und Mario, in deinem Schloss, da geht es echt wild zu, will ich mal sagen. Aber ich denke, Bowser hat das Schloss von ihm übernommen. Aber er hat es, wie wir sehen konnten, wieder zurückerobert. So. Oh, jetzt geht's auf Bowser Juniors Luftschiff Armada. Oh Gott. So, eine Feuerblume. Oh, Kacke, das war wieder mal typisch. Oh, Yoshi!
Oh. Wow. Oh. Oh, I can see a flower. Oh no. I lost. Das ist jetzt in der Tat nicht gut. Oh. Oh. So, wir müssen in die Röhre rein. Ich hab's schon jetzt ein bisschen versaut. Ja, geh rein. Gut. Oh, oh. Da ist er ja schon. Der ungezogene Bengel. Okay, wir müssen den gar nicht kaputt machen. Oder doch? Ist da oben ein Secret? Was glaubt ihr? Das könnte gut sein. Ich glaube, wir könnten aber auch in die Röhre rein. Achso, jetzt schauen wir aber mal, was da oben ist. Wow! Oh, das Ziel. Ja, ob es da noch weitergegangen wäre, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Oder ob ich was verpasst habe. Aber deswegen poste ich oder zeige ich euch ja immer die ID vom Level, damit ihr es selber zocken könnt. Und ja, dann könnt ihr es ja selber herausfinden, wenn ihr Lust habt. Kurz und knappes Level. So automatische Magie. Ist das so ein Automatik-Level? Lasst es uns herausfinden. Okay, ich bewege mich nicht. Ein kurz und knappes Automatik-Level. Also ich würde wahrscheinlich nicht mal das herkriegen. Also auch nicht schlecht. So. So. Dann fehlen uns ja nicht mehr so viele Level, oder? Mische die Mischmasch. Wow. Okay. Dam, da, dam, da, dam. Wow. Oh, cool. Gleich mal ein Geheimnis hier entdeckt. Oh, mit einem Smiley. Cool. So. Oh. Oh. Nein! Komm runter. Nein! Na, das war blöd. Das war blöd. Naja, ich gehe da jetzt nicht nochmal lang. Ach komm, jetzt habe ich. Ich habe jetzt gar nicht auf die Feuerbälle geachtet. Aber ist ja meine eigene Schuld. So. Tanuki-Schwanz. So, diese Geister hier. Ach, da unten ist hier ein Boden. Ich habe schon mit dem Schlimmsten gerechnet. Da kann man nicht rein. Da auch nicht. Da aber. So, was ist denn hier los? So. Feuerblume. Ein bisschen eng hier, aber sonst geht das doch. Wow! Oh, das war ja mal eine Überraschung. Aber keine besonders positive, wenn ich das mal anmerken darf! Wow, oh, schade. Oh, da muss das Ziel schon in der Nähe sein. So, was ist denn mit Ziel? Oh, Bowser Jr. wieder. Oh! Wow, war das knapp. Angst! Nein! Ah, wie habe ich das überlebt? Wie habe ich das überlebt?
Aber das Ziel ist in greifbarer Nähe. Ein cooles Level habt ihr da gebaut. So. Am Metroid-Level da unten. Wir spielen uns einfach mal das. Einfach mal zur Abwechslung. So. Wird gleich zu Zero Suit Samus. Und anscheinend erwarten uns Jump'n'Run-Passagen. Wow. Oh, wir haben unseren Anzug bekommen. Oh oh. Was zum Teufel? Viele feindliche Aliens. Oh, kacke. Na, das war nix, oder? Es gibt aber echt viele coole, gute Metroid-Level, bei denen man auch, ja, so erkunden muss und von verschiedenen Fähigkeiten Gebrauch machen muss. So, wir bewegen uns als Morphball fort. Oh, schade. Nein, der fliegende Goomba, der Blöde. Naja, können wir nichts machen. Oh! Kacke. Ja, wir sind auch alive. Aber was zum Teufel? Neustart. Na, da hätte er vielleicht echt was hintun müssen, damit man stirbt. Oder halt einen Weg rauf. So, den lassen wir jetzt einfach mal mitkommen. Weil der Sack hier, der soll uns nicht mehr... Lol, das sieht ja auch ulkig aus. Nein, was mache ich denn? Ich schweb hier rein. Also jetzt sterbe ich aber echt dauernd irgendwie lächerlich. Das stört mich. So, das wollen wir nicht. Komm her. Ah, die Wolke lasse ich jetzt mal bleiben. Da wo sie ist. So, was ist da drin? Normaler Samus. So, hier ist nichts versteckt. Hier wieder ein Amiibo. Wieso sage ich Amiibo dazu? Halt ein Samus-Anzug halt. So, hier überall Röhren mit vielen Gegnern. Wow. Damit habe ich gerechnet, zum Glück. So. Wow, das war knapp. Boah, jetzt werden wir mit Pilzen zu bombardiert. Oh. Aber behalten wir lieber unseren Anzug, dann sind wir sicherer. Oh, auch ganz nettes Level, oder? Vergebe ich auch mal einen Stern. Ich meine, da hat sich schon Mühe gegeben. Oh, Mario Bros. Arcade. Darauf habe ich auch Lust. Komm. Two-Bit. Okay, wir sollen da rein anscheinend. Und wir sind Luigi. Für was ist denn das Ding hier? Okay. Okay, das Level basiert auf den... auf Mario Bros. Ist schon das erste Spiel nach Donkey Kong mit Mario. Wow. Ne. Ah, das war fies. Das war blöd. Das eine war fies und das war blöd. Ja. Ja, ja. Die vermehren sich hier wie die Fliegen. Oder halt wie die Koopas. Okay, hier geht's auch schon weiter. Jetzt gleich müssen die Krebse kommen. Die Feuerbälle, die waren auch immer nervig. Aber Krebse kann man ja nicht machen. In dem Spiel. So, weiter geht's. Jetzt nur Münzen. Ist das der Bonusraum? Wahrscheinlich. So, und hier ist auch schon das Ziel.
Luigi's Mansion, Menschen, Jingle. Auch ganz nettes Level. Typ hat sich Gedanken gemacht. Und ja, hat versucht, Mario Bros. Nachzustellen. So. Jetzt aber ohne weitere Umschweife zum nächsten Level von euch. Don't touch the controller. Also wieder ein Automatik-Level, wie mir scheint. Und ich werde den Controller nicht touchen. So. Wow. Jetzt schon reichlich komplexer als das andere. Nee, ich hätte da echt nicht die Geduld zu, sowas zum Erstellen. Hä? Irgendein Fehler ist da wohl passiert, denn ich habe mich nicht bewegt und bin trotzdem draufgegangen. Vielleicht ist das ein Bug oder... Oder ihr habt nicht drauf geachtet. Nee, kann ja passieren. So, einfach das schnell rüber bewegt, damit ich nicht von diesem Ding getroffen wird. Jetzt bewege ich mich wieder nicht. Ja, nett. Vielleicht solltet ihr da etwas, das etwas umbauen, damit man da echt nicht stirbt. Aber sonst echt nett und schon reichlich komplexer als das andere. Wie gesagt, ich könnte so ein Level nicht erstellen. So. Ah ja, da der Typ da, der schreibt schon, dass da ein kleiner Fehler ist. Aber naja. Dann verlasst man sich eben nicht nur aufs Glück. So. Bowsers Bruchfestung. So. Ja, ihr habt es mit Festungen, oder? Ganz viele Bowsers, Schlösser, Mario Schloss, dann noch Luftschiffe, aber das macht ja nichts, das ist cool. Wow, jetzt geht's hier aber los. Oh, mit dem Sterben. Gleich vom ersten Koopa ausgenockt. Das ist schon hart. So, jetzt haben wir ihn aber kaputt gemacht. Oh, jetzt kommt ein Fisch. Ah, das ist auch cool, so Gegnerräume, oder wie? Coole Idee. So, die Familie. Die ist jetzt auch weg. Und Pilze. Mit Pilzen werden wir hier auch versorgt. Sehr gut. Oh, jetzt kommt der fette Hammerbruder. So, der ist besiegt. Ich geh rein. Genau. Oh, jetzt kommt der höchstpersönlich. Und wir haben versagt. Wow, das wird jetzt gleich ein... kleines Abenteuer hier, den zu besiegen auf so engem Raum. Er ist auch noch riesig. Aber wir geben unser Bestes, würde ich sagen. Dann kann nicht viel schief gehen. So, jetzt gleich wieder aufpassen auf den Fettsack, der uns gleich erwartet. Oh, geh weg. Nein, wir gehen zurück, holen Pilz. Der lebt wieder. Das bietet sich jetzt einfach an, da immer zurückzugehen, wenn man hier ein Leben verliert, denn wir wissen ja, dass gleich ein Bowser Junior Kampf kommt. So, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ja Leute, übermorgen endlich die Smash Brothers Kämpferumfrage. Was rede ich? Smash Bros. Video Broadcast halt. So, jetzt reicht's langsam. 23 Uhr, ich sag's nochmal. Dienstag, 23 Uhr. Darf niemand verpassen. Gibt's neue Infos zu Cloud? Und anscheinend noch viele mehr. Ich rechne ja mit
Mii-Kostümen. Also Mii-Kostüme. Da werden bestimmt wieder einige kommen. Einige neue. Und ja, vielleicht auch der ein oder andere neue Charakter. Ja, bestimmt. Ach, da kommt ein eine Feuerblume. Ach, okay. Das macht es natürlich etwas leichter. Ich mal sagen. Oh, kacke. Aber nicht... Oh, ich bin ja noch gar nicht tot. Gut. Wow, wow. Okay, besiegt. Ja, vielleicht auch die eine oder andere neue Stage. Vielleicht sogar ein neuer Modus oder so. Aber mal sehen, nicht zu viel erwarten. Denn, ach, egal was ihr erwartet, Daddy Sakurai überrascht uns eh wieder alle. Also das war bisher immer so. Ich hoffe, es kommen keine Leaks. Denn solche Überraschungen sollten ja geheim bleiben, damit sie auch wirklich überraschend sind. Ryu und Roy, die sind ja damals schon geleakt worden. Also die waren im Code vom Spiel enthalten. Das wurde dann gehackt und dann, ja, dann hat man das halt gemerkt. So, press, run, right and enjoy. Mal schauen, ob wir das wirklich enjoyen können. Aber ich denke schon. So, rennen drücken. Oh, Mario Kart natürlich. Also wieder so eine Art Automatik-Level. Mario ist mit seinem Kart unterwegs. Oh, ein ziemlich kurzes. Also er steht wohl auch auf Automatik-Level. Ziemlich cool. Und auch beachtlich, dass ihr... ja, da... die Nerven und die Zeit dafür aufbringen, solch Automatik-Level zu erstellen. So. Ja, wie es aussieht, haben wir alle Level von euch erledigt. Waren eigentlich alle recht cool. Und ja. Ich kann echt nichts sagen. Super. So. In der Videobeschreibung werde ich euch den Code zu diesem Level hier reintun, dann könnt ihr einfach auf sein Profil gehen, dann seht ihr ja die anderen Levels. Also ich werde jetzt nicht für jedes einzelne Level den Code einblenden unten. Reicht ja, wenn ich einen hin tue, und dann könnt ihr ja über sein Profil auf die restlichen zugreifen. Super, ich freue mich auf weitere Level von euch. Ihr könnt mich dann gerne in den Kommentaren informieren, wenn ihr wieder welche hochgeladen habt, denn ja, ich schaue nicht immer auf jedem Profil, das es da gibt, ob da neue Level sind. Also, ich freue mich auf jeden Fall. So, jetzt machen wir das noch, was auch immer das ist. Und dann beenden wir den Part. So. Aha. Habe ich was falsch gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Oh. Okay, verstehe. Verstehe. Wow, das war auch wieder eine knappe Geschichte. Okay, man ist also echt auf diesen Pilz hier angewiesen. So, hier kann man wohl abkürzen. Das machen wir uns natürlich gerne zu nutzen. So. Kleines Fluglevelchen. Und ja, ganz nett. Ach komm, ich bin heute echt in Spendierlaune und ja, hier. Sonic, komm, das spielen wir auch noch. Komm, dann hatten wir Metroid und jetzt auch noch Sonic. Ich kenne mich mit Sonic überhaupt nicht aus, also frag mich nicht, an was das angelehnt ist. Ich habe auch nur... Hoppla. Ich habe auch nur Sonic und die geheimen Ringe. Für Wii. Wii. Und
Sonic Lost Worlds für Wii U. Das finde ich übrigens ganz so schlecht, wie alle sagen. Nur so am Rande. Also das kommt ein bisschen zurück. Wow, Sonic ist der Schnellste, das ist natürlich klar. Und den Smash, da gibt es ihn natürlich auch. Ach nee, ich habe ja auch noch irgendwas auf dem 3DS, also irgendein Virtual Console Spiel. Dankeschön, Freundchen. So, Dr. Eggman. Nee, der hockt doch in so einem Ding drin. Also so ein 3D Remake. Das gab es ja mal. Hab's eigentlich noch nicht weit gespielt. Das sollte ich mal weiterspielen. Sonic! Oh, was ist denn? Ach, der Sonic-Kopf. Cool. So, wir schneiden ihm jetzt eine Glatze. So, läuft bei uns. Da hoch. Oh, ein Geheimnis. Wow! Oh, Kacke. Den wollte ich eigentlich behalten. Den Schuh. Aber... nee. So, oberer Weg oder unter, ich nehme den oberen. Okay, einfach nur rennen und dann erledigt sich das von selbst. Wow. Ganz um. Oh nee, nicht weiter rennen. Oh, Gott sei Dank. Okay. Jetzt sind wir aber in Dr. Eggmans. Wie nennt man das? Roboter-UFO-Dingens drin. Hat vielleicht auch einen eigenen Namen. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht so mit der Sonic-Serie vertraut. So. Wow. Oh, Kacke, nein. Oh. Und besiegt. Und geschafft! So, da ist er weg. Schneller als wir gucken können. Und ja, schneller als ihr gucken könnt, bin ich jetzt auch weg. Denn ich denke mal... oh, da ist ein Luigi's Menschen-Level. Ich muss das anklären. Nee, nee, ich halte mich ja schon zurück. Ja, ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben die Level gefallen und auch dieser Part. Spielt auf jeden Fall die Level von vom Noobiduo. Kann man nicht viel falsch machen, egal welches Level ihr da jetzt auch anklicken mögt. Und ja, genießt den Abend und so. Ciao, Leute.